funktioniert auch teilweise bei Situation 4 unter Windows 8. Das Problem ist dann, das ist natürlich dann zu clever und prüft noch nach, ob er über die Netzwerkkarte, die er gehen wollte, auch wirklich verbunden wurde. Und wäre auch ein Fehler. Das ist aber nicht schlau, das ist blöd. Ja. Du schon mal wusstest, dass die Glafier-Spieler clever sind. Das hat er nicht gesagt. Doch. Nee, 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 doch nicht nee, nee, nee. Dann lass mir doch. Lass mich doch hier nicht als dumm hinstellen. Hab ich nicht gesagt. Ich hab nie gesagt, dass viel clever. Was hast du? Nur der Gedanke zu. Wo sitzt du heute auf Toilette? Fast, fast. Achso, okay. Warum riechen wir's? Nee, du hast dich so gedümpft dann. Dämpft. Gedümpft, ja. Hey, ich glaube, ich muss mal eintrinken. Oh. Ist wieder soweit? Ich hab noch ein paar Pikolöchen im Kühlschrank. Pikolöchen. Pikolöchen. Ich muss ja üben. Das ist richtig. Das Windows-Taste. Nein, ob hier mal jemand diese Haus zusammenbaut. Die Windows-Taste könnte man eigentlich blockieren. Das ist machbar. Aber dann geht auch alt kaputt. Scheiße. Ich möchte sie nicht blockiert haben. Ich habe meinen Rechner im Griff. Ja, so oft komme ich da jetzt noch nicht drauf. Mariana, aber du kannst es als Option einrichten, oder? So ein Häkchen setzen. Soll wir nicht das zu blockieren oder so. Oder? Bei Einstellungen? Das ist etwas komplizierter. Weil das ist eigentlich das, was bei der Installation gesetzt wird. Die ganzen Kompatibilitätsregeln. Also wäre auch machbar, aber etwas mehr Aufwand, das sind die Leute, die Leute zu bauen. Hm. Da kommt der Team aber wieder. So Vorrunde ist tief. Ja, und was sollen die Standard-Bob-User sagen, bei denen das standardmäßig auch abgeschaltet ist? Also die können keine Alt-Tab machen. Was? Ja, in der GOG Edition haben die das ja gesperrt. Bulette. Ja, weil genau wegen den Problemen, die dann auftauchen. Also gut, aber die Alobi entfernt diese Sache, deshalb mit der Alobi können die auch tappen. Wenn
Lieben Gruß in diesem Sinne nach Heimhausen zu Sandra! Ich mache gleich eine Bürgerversammlung, ey. Hä? Ja, ich krieg keine Bürger. Guck mal, ich muss Versammlung machen. Ja, ich kann schon verstehen, dass du nicht kommen, wenn du sie Bürger nennst. Hört sich aber so gut an. Ja, irgendwie so geschmackvoll. Burger. Burger, nicht Burger. Kann man hier irgendwie anders haben? Ja, dann muss ich mir Grip sagen oder so. Burger. Ne, wenn die ihn schicken, ist der kalt, wenn er ankommt. Das ist scheiße. Lecker. Picken so. Mit Grip. Nein, du darfst nicht. Wer ist denn der Gelbe? Ich? Wolltest du dein Schiff durchfahren lassen? Unten? So, oh, weil da oben steht auch ein Schiff. Soweit fertig? Nein. Ding, ding, ding. Offen. Die Location hat sich ja weit geändert. Das heißt? Ja, Stolberg ist ja ein bisschen weit entfernt. Oh Mann. Also, ja, wir sind 1200 Meter auseinander. Ja, es ist ganz schön weit. Also, Navi sagte links abbiegen, habe ich geguckt. Nee, hier wirst du nicht links abbiegen. Das war so wie früher im Osten. Da gab's kein Links. Weit und breit. Es gab 400 Meter vorher ein Links. Ja. Sonst nur rechts. Ne? Genau, ja. Nur rechts. Okay, ich hab's verbessert. Womit das genau? Treffen in Seehausen, das gibt's irgendwie auch viermal in Deutschland. Was, im falschen Ort? Was, Seehausen?
Ja, ich war im richtigen, aber der andere war im falschen. Welchen Meer hast du geworfen? Seid schon voneinander entfernt? In welchem See hast du geworfen? Das ging so, also alles noch Ostdeutschland. Das eine ist Sachsen-Anhalt, das andere ist Brandenburg, aber ist dann mit dem Zug oder so keine Chance da. Du musst wieder über Berlin irgendwie fahren. Bräuchtest 3-4 Stunden oder so. Das ist aber schon ziemlich blöde eigentlich, ne? Also, ja. Ohne Worte. Man sollte manchmal doch auf die Postleitzahl gucken, ne? Ja. Stadtverkehr. Das ist bei Navis nicht so schlecht. Man sollte aber auch nicht auf alles hören, was das Navi sagt, sonst wäre es eben tief runtergegangen. Ja. Da hat der Graf wahrscheinlich stumpf geguckt. Da fahre ich jetzt aber nicht hinterher. Ja, unten mit dem auch schon, aber nicht tief ab, sondern rechts ein Zaun, links ein Wald. Und konnte nur so wenden. Musste rückwärts rausfahren, das war ja ganz klasse. Also sowieso immer schön, bitte wenden Sie jetzt so. Ja. Nee, Angst. Mitten auf der Autobahn. Ja. Ja. Der sagt zu mir, fahren Sie rechts rein und dann weiß ich so und so viel Meter weiter und dann links. Komm da an, ich geh noch heute Böller. Ja. Was steht da? Holzböller, so eine Holzstumpfen da. Gleich durchgekommen. Das ist ja super. Muss gehen, wenn ich der Navi sage. Gegenteil nicht. Wir fliegen müssen. Das Schlimme ist, es sind ja wirklich früher welche so deppert gewesen, ne? Wenn der Navi dann sagt, das stimmt und dann macht man das. Stand mal vor allem mit einem Feld mit dem LKW. Ja. Oder mal in den Rhein gefahren, ist auch sehr schön. Beliebt gewesen. Naja, Bahn ist auch nicht schlecht, oder? So im Auto, jo. Ja, so eine Innenraumreinigung, ne? Das so ein bisschen. So. Das ist toll. Hast du mit Sicherheit direkt ein paar Fische drin? Jo, hast gleich Grill. Musst du gar nicht mehr angeln gehen. Gut, ich könnte mir etwas problematisch vorstellen, das dann aus dem Wasser zu kriegen, aber naja, erstmal sauber. Rammstein? Ja, kannst du später mal ein Pio bitte? Bestimmt. Irgendwann mal, ne? Ja, so in 5 bis 10 Minuten. Hallo? Bist du Klopp? Da ist wieder Bürgermangel. Geht dir das zu schnell? Wo bist denn du? Hinter dir. Boah. Ich bin dann selbiges. Jo. Aber dauert noch ein halbes Jahr, glaube ich. Das wird gerade 50 schicken. lass mal. Wir wollen hier nicht übertreiben. Ich brauche mehr Land. Willst? Nein. Gesundheit. Danke. Ich sag mal zu allem für die Gesundheit bei den Drachen, das muss man ganz wichtige Ecke sein, Mann. Ja, aber der Kühler. Wie war das? Das macht man mit Absicht mit der Arti nicht kommt, ne? Genau. Na, jetzt war Rammstein ja voll. Ja, ne? Wart mal ab. Wart mal ab. Voll.
ihr so weitermacht, dann habt ihr nämlich den Scheiß am Dampfen, das sag ich euch. Oh,